Hier zeige ich vier verschiedene Arbeiten aus meiner künstlerischen Arbeit. Das eine ist Meisterwerke der fotografischen Kunst, die Sammlung Vollmer. Das zweite ist Überlebt. Die dritte Arbeit ist Henry Rocks. Und im Archiv zeige ich die Arbeit Vademecum. Meisterwerke der fotografischen Kunst, die Sammlung Vollmer, ist eine Zusammenstellung von Arbeiten, die musealen Charakter haben, die in einer großen fotografischen Sammlung aufgenommen werden können. Sie beziehen sich auf vorhandene Fotografien. Sie sind vielleicht der zweite Abzug. Sie sind vielleicht eine weitere Erweiterung. Aber es ist nie ganz eindeutig zu klären, wo kommen die Arbeiten eigentlich her. Diese Sammlung habe ich zusammengestellt. Und sie zitiert einfach vorhandenes Bildmaterial, vorhandene große künstlerische Arbeiten. Sie setzt sich damit auseinander mit dem, wie der Kunstmarkt mit Fotografie umgeht, wie Galerien mit Fotografie umgehen, wie Fotografie ganz allgemein rezipiert wird. Und das ist eben auch die Ebene, auf der ich spielen möchte. Wie nehmen wir Fotografie wahr? Wir haben ein Bildergedächtnis, das rufe ich mit den Bildern irgendwo ab. Wir haben eine Kenntnis über Fotografie und die wird immer wieder neu, sagen wir mal, irritiert oder in Frage gestellt. Und das ist so ein bisschen das Thema, was diese Ausstellung zeigt. Es ist natürlich auch ein freundlicher Blick. Es sind lustige Bilder dabei, es sind humorvolle Bilder dabei. Der Zugang zu den Bildern ist eigentlich erstmal sehr direkt, aber die Ebene dahinter ist schon etwas komplexer, oder ich hoffe, sie ist etwas komplexer. Und es ist eben eine Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie im größeren und im kleineren Sinne. Ein Beispiel für meine Arbeit ist, hier in Meisterwerke, ist eben das Werk von Anna Atkins. Anna Atkins ist eine Fotografin aus dem 19. Jahrhundert, die in England gelebt hat und dort fotografiert und gearbeitet hat. Und ihr Hauptgedanke war, ein Fotogramm zu machen. Also sie hat die Pflanzen ihrer Umgebung genommen, getrocknet, auf ein Papier gelegt und ein Fotogramm gemacht. Dieses Papier war dieses, was auch heute noch eventuell möglich ist, dass man das selbst baut oder auch kaufen kann, was eben mit auf Eisenbasis ist und nicht auf Silberbasis ist. Und man legt eben zum Beispiel einen Farn darauf und dann kommt das Licht, das Sonnenlicht. Und dann hinterher wird das gewässert und dann ist das so schön blau und der Farn zeichnet sich wunderbar ab. Und hier ist es eben so, dass es, und sie hat Bücher damit gemacht. Und dieses Bild ist aber nicht in ihrem Buch erschienen, weil sie hat nicht gemerkt, dass während sie den Farn auf das Papier gelegt hat, haben sich noch drei Fliegen dahingesetzt. Und so, dass wir nicht nur den Farn haben, sondern auch noch die Fliegen. Und dieses Blatt ist leider nicht in ihrer Hauptsammlung erschienen, aber wir haben es in der Sammlung. Ja, ein weiteres Beispiel für Meisterwerke ist eine Arbeit, die heißt Committee of Unknown Planes, also geschrieben CUP. Und es zeigen sich dort neun UFOs. Und diese neuen UFOs erinnern irgendwie an andere Fotografen aus Deutschland, in der Art, wie sie fotografiert sind, wie sie aufgelistet sind. Und sehr oft bin ich eigentlich auch schon von anderen Fotografen und Kunstbesuchern von diesen Ausstellungen gefragt worden, die gesagt haben, Mensch, das erinnert mich doch an die Bechers, da hast du doch die Bechers nachgemacht. Und da sage ich, nee. Was das eigentlich Wichtige an dem Bild ist, es gibt doch überhaupt keine UFOs. Darüber echauffierst du dich nicht. Ja, du echauffierst dich nur darüber, dass das aussieht wie die Bechers. Aber den eigentlichen Witz in der Aufnahme, nämlich, dass es gar keine UFOs gibt, oder vielleicht gibt es sie doch, wer weiß es. Die Arbeit Überlebt ist entstanden zu dem Termin, als ich 60 wurde. Und das ist ein paar Jahre her. Und ich habe mir überlegt oder mir ist aufgefallen, wer hat eigentlich mein Leben begleitet? Also man macht so eine kleine Zurückschau in dem Moment und wer hat mein Leben begleitet? Außer den Eltern, außer den Freunden, wer hat mich künstlerisch, fotografisch
sagen wir mal, in einem größeren Zusammenhang begleitet. Dabei sind natürlich Personen, die einem manchmal etwas näher sind, künstlerisch oder auch von ihrer Biografie her, andere sind etwas weiter, aber die haben trotzdem einen Einfluss auf mich gehabt. Und die Idee war eben, ich suche diese Personen, die in ihrer absoluten Lebenszeit schon verstorben sind, ich lebe aber noch, deswegen der Begriff überlebt. Das heißt also jemand, der 59 geworden ist in seinem realen Leben, wie zum Beispiel Andy Warhol, den habe ich schon überlebt. Ich bin nicht so bekannt wie Andy Warhol, ich bin auch nicht so gut, ja, und auch so wichtig, auf gar keinen Fall, bitte, aber ich habe ihn überlebt. Und das hat auch, das ist auch in gewisser Sinne eine Leistung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also da habe ich Glück gehabt und das hat was mit meinem Leben zu tun, aber es hat eben auch, es ist ein Vorteil, ja, ich bin noch da. Und deswegen habe ich dann alle Personen, die mich so interessiert haben, nach und nach persönlich dargestellt. Ich habe mich an Fotos orientiert, die diese Person in ihrer bekanntesten Rolle zeigen. Also nicht irgendetwas Verschrobenes, sondern eigentlich das, wo man sagt, aha, das ist Andy Warhol zum Beispiel. Und es ist aber nicht Andy Warhol, es bin ich. Ja. Und diese Reihe besteht hier in dieser Ausstellung aus 24 Motiven. Ich könnte auch ein paar mehr. Und das ist aber es ist ein großer Spaß, vorhandene Bilder zu wiederholen. Das ist auch bei Meisterwerke der fotografischen Kunst so, aber auch hier bei Überlebt ist das auch ein großer Spaß, sich dorthin zu setzen. Wie schnell erreicht man es, dass man aussieht wie Vincent van Gogh? Großer Spaß, ich komme aus Köln, bitte, da ist keine Nähe zum Karneval, aber sagen wir mal, die Überlegungen sind schon da. Ja, ich mache keinen Karnevalsverein da auf, sondern es ist eine seriöse Darstellung der anderen Person. Und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo ich mich dann fotografiere, dass ich es dann auch bin. Ja, also dass ich es in dem Moment, also ich hoffe es, ja, dass das so nah an mir dran ist, sofern das möglich ist. Das sind Personen, die man mag, da sind aber auch Personen, die eher ein bisschen überraschend ist, dass sie dazugehören, aber sie gehören dann irgendwo auch mit dazu. Also es gibt, das ist eigentlich eine ganz interessante Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter, mit dem, was andere geleistet haben und vielleicht, was ich dann noch hinzufügen kann. Die dritte Arbeit, die wir hier zeigen, ist eine Arbeit über den amerikanischen oder deutsch-amerikanischen Künstler Henry Rocks. Henry Rocks ist eigentlich ein deutscher Bildhauer, der 1899 geboren ist in Berlin, in Deutschland ausgebildet wurde, hier bekannt, erfolgreich und berühmt will ich nicht sagen, aber doch ganz erfolgreich geworden ist. Nur im Dritten Reich hatten jüdische Künstler keine Chance, Geld zu verdienen und deswegen hat er dann 1934 das Land verlassen, ist dann über London nach New York, über New York dann ausgewandert und ist dann Professor für Bildhauerei an einem kleinen College geworden. Wie bin ich auf Henry Rocks gekommen? In der Arbeit Meisterwerke der fotografischen Kunst gibt es eine kleine Serie, wo ich fotografierende Affen gesammelt habe. Also Affen, denen man einen Fotoapparat in die Hand gedrückt hat und die dann so getan haben, als könnten sie fotografieren. Das ist eine alte fotografische Kritik, dass Fotografie eigentlich was ganz Einfaches ist und dass das Affen eigentlich auch können. So, und bei der Suche im Internet nach mehr Bildern habe ich dann auch den Begriff Vermenschlichung eingegeben. Das ist ein wunderbarer Begriff. Und plötzlich tauchte vor mir ein Elefant auf, der aus roten Karotten, also aus Möhren gebaut war. Und ich dachte, was ist das denn? Das ist mal kein fotografierender Affe, aber es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Bild. Und dann habe ich meine Suche weiter fortgesetzt und nach 5 Jahren wusste ich mehr oder weniger alles, was ich über Henry Rocks wissen wollte und konnte dann daraus zusammen mit dem Fotohof ein wunderbares kleines Buch machen. Der Höhepunkt meiner Recherche zu Henry Rocks ist der, dass die letzte Nachfahrin von Henry Rocks, das ist seine Großnichte,
mit mir Kontakt aufgenommen hat. Wir haben uns irgendwie im Internet dann gefunden und kennengelernt. Und sie hat mir dann auch noch einen, quasi die letzten Erbreste nach Deutschland geschickt, sodass ich jetzt quasi derjenige bin, der das Erbe verwaltet. Bademekum ist quasi nebenbei, neben all diesen Recherchen zu Bildern, zu Möglichkeiten entstanden. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich Amateurfotografie ganz nah dran ist an der Fotografie. Also die gehen nicht mit einem Kopf an das Bild ran, sondern mit Herz, ja, und wollen ein schönes Hochzeitsbild machen oder ein Weihnachtsbild oder was auch immer. Und ich habe sehr lange gesucht und auch viel gefunden im Internet, auf Flohmärkten, sagen wir mal auch durch Freunde, die mir dann was gegeben haben und gesagt haben, du sammelst doch Bier, nimm das so. Also insofern ist das auch ein großer Fundus geworden. Und dann habe ich diesen Fundus aufgeteilt in verschiedene Kapitel und zu jedem Kapitel ein einzelnes Blatt angelegt und dieses Blatt dann mit Amateurfotos belegt, so dass ich glaube, dass man anhand der Amateurfotografie oder anhand der von mir gesammelten Amateurfotos eigentlich alles, was Fotografie so anbietet, erklären kann. Auf ganz einfache Weise. Also da ist auch der Zugang in das Medium Fotografie ganz einfach, ganz direkt. Wenn wir vor den Bildern stehen, das ist so, sagt jeder, ach, das Bild kenne ich, das gibt's bei meiner Oma im Album auch und das habe ich selber auch schon mal gemacht und so weiter. Also es ist schon auch ein sehr direkter Zugang in die Fotografie, gar nicht kompliziert, kein Museum, kein Nichts, sondern Fotografie im Fotoalbum zu Hause bei der Oma. Ja, und aber trotzdem erklärt es die Fotografie und das finde ich eben das Verblüffende und das Interessante oder das Spannende daran. Also ein Beispiel für eine fotografische Einordnung in der Sammlung Vademecum ist ein Gruppenbild. Also Gruppenbilder werden gemacht aus, jeder macht ein Gruppenbild, wenn er sich mit Freunden irgendwo trifft, die Familie zusammenkommt, bei der Hochzeit. Also Gruppenbilder gibt es eigentlich immer. Das ist ein klassisches fotografisches Thema. Also gibt es auch im Amateurbereich unglaublich viele Gruppenbilder. Ich habe aber irgendwie gedacht, 11 ist eine Zahl, die in Köln eine wichtige Rolle spielt. Und vielleicht suche ich mal Bilder zusammen, wo nur 11 Personen immer drauf sind oder nur, also mindestens 11 und also nur genau 11 Personen drauf sind. Und wenn man lang genug wartet, man findet jede Menge. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Set, weil bei 11 hat man auch immer die Einfachheit, dass die Menschen in der hinteren Reihe meistens 6, vorne 5, dann sieht man alle Köpfe. Also insofern passt 11 auch wunderbar. Und dann kommt noch hinzu, dann habe ich ein Foto gefunden, wo 11 junge Knaben oder Männer oder junge Leute in einem Fotoclub zu einem Foto sich aufstellen. Das heißt also, sie haben ihre Kameras und ihre Stative dabei und es sind auch wieder 11. Und da stand ich vor der großen Frage, ja, wo stelle ich jetzt dieses Bild? Denn nehme ich dieses wunderbare Bild, 11 Fotografen im Gruppenfoto in die Gruppenfotoaufnahme oder nein? Ich packe sie in die Seite Fotografen, sodass wir also auch ein Blatt mit Fotografen haben, wo also andere Fotografen ihre Kollegen fotografiert haben und da ist dann dieses 11-mal Fotografen drin, sodass es eigentlich auch innerhalb der einzelnen Blätter immer wieder Verbindungen gibt, die sind nicht so offensichtlich, aber die auch für mich dann irgendwie eine Rolle spielen, dass das alles miteinander verbunden ist. Das ist so im Großen und Ganzen, sagen wir mal, auch die Themenbereiche, die mich in der Fotografie interessieren. Ich will etwas schaffen, was, sagen wir mal, Fotografie erklärt. Das wäre Vademecum. Ich will etwas schaffen, was zeigt, wo mit Fotografie umgegangen ist. Das ist vielleicht Henry Rocks. Natürlich will ich auch eigene Bilder kreieren. Das wäre, sagen wir mal, die Serie Überlebt oder Meisterwerke. Aber es ist, was mich nicht interessiert, muss ich nicht sagen, man sieht ja, was mich interessiert, das ist eigentlich eine Menge, das reicht. So, und das ist das ist eine Grundstimmung, die über allem liegt, ist vielleicht eine gewisse offene, humorvolle, lockere Haltung. Das ist nicht lustig gemeint, das ist kein Gag, aber es ist einfach eine
Ja, ich nehme das alles ernst, aber auch nicht. Ja, es ist alles wurscht. Aber auch nicht. Sonst wäre ich ja nicht hier.